Wie geil, das Blut klebt sogar direkt an seinem Fuß. Das muss man sich geben. Ja, Kintaro hat die Besonderheit, dass man ihn nicht greifen kann. Er hat aber auch allerdings etwas, was ihn sehr leicht macht. Er postet immer so komisch rum. Alter, aber er teilt halt auch einfach Schaden aus. Das ist nicht mehr feierlich. Ja, dafür, ja, man kann ihn nicht greifen, aber dafür sind seine Greifattacken einfach mal so heftig. Ja, der Attacke kann man ausweichen, wenn man schnell genug ist. Und jetzt in dieser ersten Runde wird er uns hier noch mächtig vernichten, aber das macht nichts. Ich muss mich jetzt hier erstmal an seinen Kampfstil gewöhnen, weil der ja doch ganz anders ist als der von vorher. Und hier muss ich auch unbedingt viel blocken. Oh, jetzt komm schon! Das ist böse, ey. Zieht der mir einfach hier die Beine weg. Boah, seine scheiß Flammenattacken. Man kann ihn einfach nicht ausweichen. Ja, genau das meine ich. Diese komischen, ja, ich bin so... Oh, scheiße, ich wollte blocken. Jetzt habe ich, ja, egal, ich bin eh gestorben. Nein, ich krieg eine Fatality. Kintaro. Oh mein Gott. Fatality. Das tut beim Zuschauen weh und für mich sehr traurig anzusehen, wie... Oh mein Gott. Wie meine geliebte Kitana so stirbt. Puh. Nein, so nicht. Erster Treffer. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das meine ich. Diese komischen Verhöhnungs... Ah, da kann man immer so schön... Echt weg. Scheiße, natürlich erwischt er mich. Der Drecksack. Oh, und ich laufe in sein Grapple rein. Komm. Oh ja. Da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Ja, 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 ja. Oh, yes. Der Sieg geht an mich. Farewell. Der ist noch nicht tot? Ich würde schon sagen, ey. Was zur Hölle? Ja, als vorletzter, vor dem Endboss ist er natürlich um einige stärker und hält krass viel aus. Aber man kann diesen Grapple auch einfach nicht blocken. Das ist so eklig, weil ich habe zum Beispiel gerade jetzt, als er mich gegrappelt hat, geblockt. Warum hat er mich jetzt erwischt? Warum? Hey, komm, das ist doch unfair. Natürlich. Das ist so eine geniale Kombo. Das muss ich ihm lassen. Der zuerst mit dem Feuer nach oben hauen und dann greifen und Backbreaker. Oh Gott, wenn er jetzt auch noch gleich sein Extra hat, ist eh vorbei. Okay, damit habe ich gelernt, dass man die Attacke nicht countern kann. Hallo, blocken. Blocken. Danke. Okay, hier müssen wir versuchen, viel zu springen. Oh, er erwischt mich aber auch jedes Mal. So, das war jetzt seine Schwachstelle. Weil sein Ego einfach zu groß ist. Oh, jetzt sieht er mich schon wieder. Natürlich, jetzt verbrenne ich auch noch. Das ist bitter. Warum, ey? Nein. Da hilft nur noch ein Wunder. Und das verbringe ich natürlich nicht. Scheiße. Bitte kein Fatality. Danke. Das sah einfach nicht schön aus und ich will das nicht sehen. Hä? Kintaro wins. Okay. Warum nicht? Wow. Also wie ihr seht, auch Kintaro ist eine ziemlich harte Nuss. Aber genauso besiegbar wie Shung Tsao. Genau. Ich muss einfach viel springen, weil ich eben so seinen Feuerattacken ausweichen kann. Aber das ist echt unfair. Aber vielleicht... Ich springe aber dann natürlich in seinen Grapple rein.
Hörst du mal auf? Kannst du nichts anderes machen? Immer diese scheiß One-Button-Smasher, ey. Wie mich das ankotzt. Mann, ey. Wir sind im Übrigen in seinem Kerker. Hättest du das gedacht? Und wieder, wenn ich das Grapple wenigstens blocken könnte, aber... Ich kann es nicht, er macht es einfach. So, das habe ich jetzt kommen sehen. Oh, nö. Hey, ich bin extra noch weggesprungen, weißt du? So. Kriegen wir wenigstens die Runde noch hin. Ich bezweifle sehr, ehrlich gesagt. Weil er doch einfach noch viel zu viel Energie hat eigentlich. Und das zieht so viel ja, komm. Was soll das? Du kannst echt nichts anderes. Kintaro wins. Ah, sowas finde ich echt uncool. Ja, komm, mach weiter. Okay. Wieder ein Versuch. Ich hätte nicht gedacht, dass es länger dauert hier bei ihm. Das gibt's ja nicht. Weg, weg, weg. Oh, yes. Das war wichtig. Und nochmal weg. Ja, yeah, geht doch. Und dann kommt einfach mal so die Zeit, wo ich ihn and easy fertig mache. Das ist dann echt merkwürdig. Naja, außer er macht das wieder. Wenn du das jetzt für den Rest des Kampfs wieder machst, ne? Rast dich aber aus. Okay. Es ist ein Phänomen bei mir. Entweder ich mache ihn sofort fertig. Oder ich kack rundenlang ab und mache ihn dann aus dem Nichts einfach mal end einfach fertig. Boah, das war fies. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist ein Phänomen bei mir. Das werdet ihr im Verlauf des Let's Plays noch öfters sehen. Dass wenn ich mal verliere, dann meistens sehr oft hintereinander, bis dann die Runde kommt, wo man nicht nachvollziehen kann, warum hat er eigentlich gerade so oft verloren? Er zieht ihn doch ab wie sonst was, ne? Und wie ihr seht, ist das auch gerade hier wieder der Fall. Und ich kann es mir aber selbst auch einfach nicht erklären. So, X-Ray und dann war's es. Yes, baby! Okay, es war's nicht, aber wir schaffen's. Ja, gar kein Zweifel, wenn ich das noch verliere, dann könnte ich aufhören, diesen Let's Play zu machen. Nein! Er ist tot. Yes! Hätte zwar gar nicht die Chance, ihn zu finishen, aber das ist gut. Oh ja, mit blutverschmierten Auge blinzelst du mir zu, ich fühle mich sehr geehrt. Und Shao Kahn, der Endboss des Arcades, beziehungsweise von Mortal Kombat. Round 1 werdet ihr jetzt im Übrigen noch sehr, sehr oft hören, denn er ist einfach noch schwieriger als die letzten beiden zusammen und ich werde hier garantiert 10 Versuche brauchen, bis ich hier die richtige Taktik gegen ihn entwickelt habe, bis dann wieder die Runde kommt, wo ich ihn einfach fertig mache, als wäre er so super leicht, aber nee, hier ist es wirklich anders, der ist wirklich hart, er teilt so brutal viel Schaden aus, ich kann das meiste nicht blocken. Au. Und er hält unendlich viel aus. Und ich sag nur, guckt euch mal die Attacke an. Die zieht normalerweise 31% ab und wir ziehen ihm 15 ab. 15. So, wir konnten jetzt den Hammer mit... Oh, ey. Hör doch mal auf! Gibt's doch nicht. Es ist schon ziemlich heftig, was der aushält. Boah, es ist wie zwei Gegner auf einmal. Und das ist auch wieder so, er verhöhnt einen auf und das, die Chance muss man dann auch manchmal nutzen. Ja, war scheiße gelaufen. Puh. Und seine Siegesanimation ist ziemlich bitter. Ich finde das ziemlich heftig. Muss ich einfach mal so sagen.
So, dann bringen wir mal dem Spasten hier Respekt bei. Aber irgendwie glaube ich ja irgendwie nicht so dran. So, boah, sofort. Warum hat er den ersten Treffer eigentlich gemacht? Den hab. Ah, hallo! Okay, das war jetzt gut. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, ja, ja, ja. Nachsetzen, nachsetzen, nachsetzen. Ach, scheiße. Sehr gut. Ah, wenn er es nicht blockt, dann habe ich auch potenzielle Chancen gegen ihn. Oh, ey, das ist so hässlich, wenn ich einen Angriff mache und er setzt. Boah, er macht dann ein. Weil, schaut euch das an, wie er mich jetzt mit wenigen Schlägen fertig gemacht hat. Und ich habe ihn in krasse Kombos reingewirkt. Jeder andere wäre jetzt garantiert schon eigentlich gestorben. Okay, das war's. Au. Au. Kieferbruch, Schädelbasisbruch, 52% Schaden nur mit einer Attacke. Euch sollte klar sein, warum das der Boss ist und warum ich an ihm hier scheitere. Das war auch der Grund, warum ich auf Mittel gespielt habe, weil alles andere ist gerade im Moment noch absolut undenkbar. Ich kann es im Übrigen nicht skippen. Ihr müsst euch jedes Mal anschauen, wie seine Sklavin sein Bein hält. So, oh, ich hasse das. Ich habe den ersten Treffer außerdem gelandet. Yo, ey, das ist echt seine schlimmste Attacke. Das ist aber wieder gut hier, ne? Es gibt ein System, wie man ihm ausweichen kann, aber find das erstmal raus. Hey, schaut euch mal das an, ich kann nichts blocken. Ich kann es einfach nicht. Ich brauche also auch hier gar nicht jetzt die lange X-Ray-Animation abspielen lassen, weil ich pack's eh nicht. Außerdem könnte man sich den auch aufheben. Ich muss hier echt erst nochmal noch die richtige Taktik gegen ihn entwickeln. Vielleicht ist es auch die Sprungtaktik, aber die unterbindet er halt eben gerne mit dieser Attacke, mit dieser hier. Wenn du springst und er macht die gerade, dann kriegst du echt das Kotzen. Oder wenn du einen Angriff machst und er ignoriert es einfach. Er kassiert minimalen Schaden und macht dich dann fertig. Ja, ist ja gut jetzt mit deinem scheiß imaginären Hammer. Shao Kahn wins. Ho, ho, ho. Eine bittere Geschichte, aber ich finde es geil, dass das Finale hier in diesem Kolosseum stattfindet. Es macht schon krass episch. Round one. Fight. Oh, ja, 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 ja. Halt die Fresse. Oh, ja, ich konnte blocken, ich konnte blocken. Ja, ausweichen, ja. Oh, ich konnte nochmal blocken. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Nein. Ach, scheiße. Hat er wieder meinen Angriff ignoriert. Oh, ja, yeah, der Breaker war jetzt echt wichtig. Oida, jetzt komm schon, Mann. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich habe ihn. Man kann ihn auch nicht greifen, übrigens, ist völlig klar. Das Gefühl, ich habe ihm schon ungefähr dreimal die Energie abgezogen, die normalerweise ein Charakter hat. Boah, ey, habe ich ja auch wahrscheinlich. Aber er will nicht sterben. Ach, genau das meinte ich. Wenn du springst und er macht dann die Attacke. Ja, aber wir hatten ihn jetzt schon auf ein Viertel runter. Round 2, fight! Oh, jetzt haben wir wieder die Beine weg. Also er ist machbar, kein Zweifel. Und selbst wenn ich es am Ende mit One-Button-Smashing machen muss. Oh, fix doch mal auf mit deinen Kombos, ey. Oh, scheiße, ey. Quer durch den Hals. Mann, und du kannst wieder nichts machen. Was werfen die Fans hier eigentlich? Mit Eiern oder was? Weil Blut rausspritzt. Also. Oh, das war ultra fies. Okay. Was?
Yo. Shao Kahn wins. Fatality. Kein Kommentar.